Betriebssystem, in dem ganz viel virtualisiert wird, virtuelle Veranstaltungen und wenigstens die kleinen Platinen bleiben in der Hardware treu. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Tuxflash in 2022. Hallo, liebe Hörer, und dieses Mal mit dabei sind wie immer der Jean. Hallo, Jean. Hallo, einen wunderschönen guten Nachmittag euch allen oder Abend. Oder morgen hast du vergessen. Ah, okay, naja. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Aber wie sagst du immer? Irgendwie so. Ich Guten versuche immer so Tag, ein guten bisschen Morgen, guten Abend. zu na, improvisieren. Schaust du mal, was es wird. Ja. Ja. Und der erste Gast in diesem Jahr. Man kennt ihn auch schon, der Hauke. Hallo, Hauke. Ja, Hallihallo. Ja, schön, dass ich wieder mit dabei sein darf. Und für alle, die den Hauke nicht so wirklich kennen, sag doch mal, Hauke, wer bist du, was kannst du, was machst du? Ach, welches Käppchen soll ich mir aufsetzen? Also, ich mache alles Mögliche. Man kennt mich vielleicht von den Kilo Open Source und Linux Tagen, die ich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre auch organisiere. Dann relativ frisch ist mein YouTube-Kanal, nicht der Weisheit letzter Schluss, oder auf PeerTube gibt es mich auch. Und sehr häufig sieht man mich ja auch in der Jean- und Hauke-Show auf Linux Guides. Ja, und dann mache ich eben noch M23, ein Softwareverteilungssystem und verschiedene Dienstleistungen zu Linux, Open Source und alles Mögliche. Das war jetzt so die Kurzvariante. Pickt euch raus, was ihr braucht. Alles. Genau. Cool, Aber dass du sowas von alle alles. Hüte auf einmal auf hast. Sehr schön, dass du da bist wieder, Hauke. Ja, Das ja. freut uns immer wieder. Ich glaube, du Genau. bist heute das dritte Mal bei uns im Podcast. Ich weiß es gar nicht. Doch, Dritte müsste es das oder das dritte Mal sein, zweite ne? Mal? Ich, also. Dritte Mal. Einmal ohne Cam, einmal mit Cam und jetzt wieder ohne. Ach, stimmt. Ja, genau. Ja, okay. Drittes Mal. Genau. Was Ja, haben wir sehr zum schön. Philipp gesagt? Kasten Bier, wa? Davon wusstest du Jo. noch gar nichts. Was von, beim dritten Mal schon wird gesoffen? Das ist ja unglaublich. Ja. Echt furchtbar. Unglaublich. Erst beim dritten Mal ist ja nicht die Frage, ne? Ach Ja, so. sehr cool. Ah, vorher oder hinterher? Dabei, währenddessen geht es Oder auch. dabei. Wenn nach dem zweiten Thema die Sprache verwaschen wird, wissen wir, wir haben was falsch Alles gemacht. klar. Dabei. Das ist auch so super deutsch, ja. Sorry schon mal dafür. Apropos Kann Themen. man ja noch rausschneiden. Ja. Nee, Das hier ist eine wird nicht gute Frage. geschnitten. Okay, gut, dann nicht. Hier wird nicht geschnitten. Hier wird ganz knallhart auf die Themen aufgesprungen. Themen: CubeOS 4.1.0 ist rausgekommen. Das dachte ich mir als guten Anlass. Wir reden mal drüber. Dann dies Jahr sogar ziemlich bald sogar die Chemnitzer Linux-Tage und zu guter Letzt doch mal ein paar schöne Erneuerungen oder neue Features beim Raspberry Pi. So sieht Sehr die cool, ich Folge freue mich heute drauf. aus. Ja. Wollen wir doch mal gleich anfangen mit CubeOS. Ja, kennt ihr das eigentlich? Ich habe es auch eher stiefmütterlich bis jetzt immer noch behandelt. Ich weiß, was es ist, was der Sinn dahinter ist, habe es mir aber noch nie angeguckt. Und beziehungsweise die Funktionsweise mal nachgestellt oder nachvollzogen. Ja, also geht mir quasi genauso. Also ich nehme das immer so wohlwollend zur Kenntnis. Es gibt eine neue Version, wird dann vorgestellt auf, ja, Pro Linux gibt es ja nicht mehr, aber da kam es ja auch häufiger mal, jetzt auf Linux News CH und, oder? Oder wie heißt das? Ja, GNU doch, das Linux müsste schon CH, passen. so rum, ne? Und Ja, Linux genau. News nicht CH, genau. Ja, stimmt, hast du recht. Genau, nee, Wär mir also, gar nicht aufgefallen. Ich glaube, du hast auch ja, nicht. das ist die Fusion von beiden. Nee, aber angeguckt habe ich es mir auch noch nicht. Jetzt kurz vorher für die Folge habe ich nochmal drüber gelesen, natürlich. Und ja, das, was mir aufgefallen ist, Fedora 32 benutzen sie für den Hypervisor. Da muss ich auch erstmal gucken. Fedora 32, ist das noch aktuell? Nee, ist es nicht. Also, das finde ich irgendwie komisch, dass sie jetzt was nehmen, was quasi schon aus dem Support raus ist und das eben als Grundlage, um darauf virtuelle Maschinen laufen zu lassen. Ja. Ist es nicht so, dass Fedora 32 der Ursprung von irgendeiner Red Hat-Version ist? Ich glaube, so war das tatsächlich, dass du irgendwie eine Fedora-Version hast, dann hast du darauf jetzt so eine basierende Stream CentOS-Version und dann darauf irgendwann
so ein Red Hat. Das könnte sein, dass es dann irgendwie darauf abzielt. Aber das ist jetzt auch erstmal nur Spekulation, muss ich sagen. Ob die das wirklich jetzt darauf abzielen oder einfach ein veraltetes Fedora nehmen wollen, das weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber ich glaube, so in die Richtung war es. Kann ich jetzt aber auch nicht hundertprozentig sagen. Da ist Red Hat immer noch so ein bisschen außerhalb meines Fokuses, wenn ich bin. Also wie da die Entwicklung ist. Ja, aber ein 32er Fedora als Grundlage? Schwierig. Ja. Apropos Grundlage, man muss vielleicht erstmal sagen, KubeOS genau. Ist ein Betriebssystem, was erstmal auf Sicherheit ausgelegt ist und Isolation der einzelnen Prozesse voneinander. Der Clou dahinter ist, dass man sich quasi ein Betriebssystem installiert, in dem eigentlich fast alle Anwendungen und Prozesse in voneinander getrennten virtuellen Maschinen laufen. Das müsste so der Grundkanon darunter sein. Ich finde es nur interessant, dass das Xen-Virtualisierung ist. Ja, das war auch so ein Punkt, wo ich mir überlegt habe, ach, das gibt es noch, natürlich gibt es das noch, aber das ich meine, noch, dass man das für sowas denn benutzt. Also normalerweise würdest du ja wahrscheinlich eher KVM nehmen. Das ist ja eigentlich eher so das Bekanntere. Aber Xen, das, ja, also das ist irgendwie, ja, kommt mir schon so ein bisschen angestaubt vor. Also das hat man, wann hat das so seine Hochzeit? Vor 15 Jahren vielleicht? Ja, aber lebt ja immer noch und eigentlich, ja. Was ich so mitkriege, wenn man sich mal so privat mit ein paar Administratoren unterhält, gerade die so Windows-Domänen haben, wird irgendwie komischerweise relativ häufig für Terminal-Server-Lösungen unter Windows genutzt. Ganz komisch. Der hatte nicht irgendwie Citrix das irgendwie diesen Xen-Server gekauft? Ja, das kommt ja noch dazu. Dass es da irgendwie so gibt, nimmst du das eine, kriegst du das andere gratis dazu, irgendwie so ein Bundle oder so? Ja, genau. Also ganz komische Nummer. Ja, aber wirklich angeguckt hat sich's auch noch keiner von euch beiden. Nee, habe ich auch noch nicht. Nee, also wirklich überhaupt noch nicht. Und ja, also ich bin auch nochmal anders drüber gestolpert, als es um so ein Sicherheitsprojekt ging. Und da gibt es ja die Möglichkeit auf Systemen oder anders gesagt, das ist doch diese Nitro-Firma oder so, die verkaufen ja auch Geräte mit deaktivierter Intel Management Engine. Und da gibt es als Option eben auch dieses Cubes OS. Also das musst du, glaube ich, nochmal extra bezahlen. Und dann hast du das eben nochmal sicherer. Da habe ich es dann auch nochmal mitgesehen. Aber direkt müsste man es wahrscheinlich auf echte Hardware mal ausprobieren. Ob das darauf läuft, einfach eine Virtualisierung schmeißen und da drin dann nochmal virtualisieren. Das klappt ja meistens sowieso nicht so gut. Also von daher müsste man es wirklich mal auf Hardware ausprobieren und ja. Ja, ich muss sagen, ich habe mich letztens so ein bisschen mit KubeOS beschäftigt. Und zwar hat mich jemand in meinem Linux-Support gefragt, ob er denn seine App-Armor und Firejail-Profile denn verbessern soll, was er irgendwie auf Linux Mint eingerichtet hat. Und für mich ist es so manchmal aus verschiedenen Stellen dann doch eher vielleicht der falsche Ansatz von Sicherheit. Und da habe ich ihm dann halt auch tatsächlich zu KubeOS geraten. Ich selber habe sogar einen Bekannten, der das nutzt und der ist damit super zufrieden. Aber der ist schon, ich sag mal, schon ein eingefleischter Linux-Nutzer, würde ich ihn mal nennen, sagen wir es mal so. Generell muss ich sagen, ja, du kannst es nicht so richtig austesten. Also ich habe mir tatsächlich die letzte Woche überlegt, weil ich auch plane, tatsächlich vielleicht ein Video drüber zu machen, das dann auf reelle Hardware zu installieren, aber dazu ist es noch nicht gekommen. Und du hast ja nicht unbedingt für jede Applikation eine VM, wie ich das sehe, sondern du hast ja für gewisse Anwendungszwecke eine VM. Also, dass du in einer virtuellen Maschine mehrere Programme für die gleiche Tätigkeit hast. Beispielsweise in einer App dann Thunderbird und Firefox zusammen, in einer virtuellen Maschine meine ich, in der anderen dann eher die Bürosachen oder so und dann nochmal eine Spielemaschine oder dann vielleicht nochmal eine ganz sichere Vault-Maschine beispielsweise mit Keypass dann da drin, die dann abgeschirmt ist. Und da gibt es halt solche verschiedenen Dienste,
Und ich muss sagen, ich finde das Konzept sehr, sehr spannend. Ich glaube, Edward Snowden nutzt es tatsächlich auch. Der schreibt da auch auf der offiziellen Webseite: If you are serious about security, CubesOS is the best OS available today. It's what I use and free. Ja? Und genau, also so für sicherheitsrelevante Sachen macht das wirklich sehr, sehr viel Sinn. Ja, für mich als Otto-Normalverbraucher muss ich sagen, konnte ich mich damit noch nicht so richtig begeistern. Aber vielleicht sollte man es einfach mal langfristig ausprobieren. Mein Vater hat es mal ausprobiert, der hat es dann aber nach einer Woche oder nach 2 Wochen wieder runtergeschmissen, weil er gemeint hat, ihm ist das viel zu hakelig. Ne? Du musst halt dann wirklich schauen, in welcher VM bist du gerade. Und wenn du Daten auf die andere VM transferieren willst, funktioniert das zwar, aber ist halt auch nicht ganz so einfach wie ja, als auf einem ganz normalen System, würde ich mal sagen. Und von Genau daher, das ja. wäre nämlich so mein Knackpunkt gewesen an dem ganzen Projekt. Wie ist die Interkonnektivität der ganzen Maschinen zueinander? Wenn du mal wirklich was von deiner Internetmaschine in irgendeine Bearbeitungsmaschine transferieren musst, wie alltagstauglich ist es? Also ich habe ja schon mal gesagt, Sicherheit und Bequemlichkeit gingen so weit auseinander, das ist ja nicht miteinander zu vereinbaren. Aber wenn genau Richtig. eben das Sinn eines Betriebssystems ist, wäre es wirklich mal ganz interessant auszuprobieren, na, wie ist es denn, wenn das als sicheres Betriebssystem sich tituliert und ja auch von Edward Snowden den Ritterschlag schon vor einigen Jahren sogar schon bekommen hat? Wie praktikabel ist es denn im Alltag? Das wäre mal ganz interessant, aber ich habe noch keine wirkliche Hardware hier rumzustehen, wo ich es installieren könnte, weil in einer virtuellen Maschine zu installieren, kann funktionieren, sagen sie auch selber auf der Seite. Aber ja, sagen sie selber auch, lieber Hardware und dann mindestens 6 GB RAM, idealerweise 16. Genau, ja. Das fand ich dann schon ganz schön. Huiuiui. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Kriegt man es prinzipiell auf einer USB-SSD installiert? Geht das? Es müsste wie jedes Linux eigentlich relativ egal sein, auf was für eine Festplatte das installiert ist. Ich denke mal schon. Ja, also dann wäre es durchaus eine Option. Also Hardware hätte ich insofern, aber nicht unbedingt jetzt so, dass ich das intern. Also wenn es eine interne Platte brauchen würde, dann wäre es irgendwie schlecht, aber USB würde gehen. Ja. Ja. Ja, von wo es bootet, ist doch relativ. Also das tust du ja quasi im EFI, im BIOS an. Theoretisch ja, Ja, aber wer manche weiß, sind was da sie gebaut zickig. haben, ne? Ja, Ja, genau. mitunter kann das ganz schön garstig und zickig sein. Und wie war das schon bei deinem Vater? Hat er irgendwie was gesagt zur Geschwindigkeit? Wäre das jetzt irgendwie deutlich langsamer als normal oder war das okay oder wie war das so? Sorry an alle OpenSUSE KDE-Nutzer. Er hat jedenfalls keinen Geschwindigkeitsverlust gemerkt. Ja? Also er hat das zuvor benutzt, KDE mit OpenSUSE, und dann hat er CubesOS ausprobiert und das war ungefähr, also weiß ich nicht, ihm war das also ziemlich egal von der Geschwindigkeit her. Mag sein, dass es ein bisschen langsamer ist, aber ist jedenfalls jetzt nicht unbedingt unbenutzbar von der Geschwindigkeit her. Das passt schon. Ne? Aber gut, solltest du wahrscheinlich nicht auf einem 12 Jahren alten Toaster installieren, sagen wir es einfach mal so. Ne? Wahrscheinlich. Ja, ungünstig. Der hätte ja auch Das keine stimmt. 16 GB RAM. Nee, Normalerweise nee. nicht. Ey, dann ist es ein Toaster von IBM. Oder Ja, HP gut. Enterprise. Oder Dell. Dann Das vielleicht. stimmt, Eine Warmluftheizung. ja. Wenn der Toaster hochdreht, wenn du ihn anmachst, dann kann es vielleicht Uiuiuiui. klappen. Ab hier Das bitte nur noch stimmt. mit Ohrenschutz. Ja. Apropos Toaster, es müsste doch sicher mal Leute geben, die wirklich sowas schon mal designt haben, oder? So, wirklich so ein Computer als Toaster. Das wäre doch. Müsste ich eigentlich mal machen. Wenn Müsste es es das noch nicht eigentlich, gibt. also wenn es schon eine NES-Konsole als Toaster gab, dann Das eigentlich stimmt, auch ein ja. PC hatte der Angry Video Game Nerd. Hat er von einem Modder geschenkt bekommen. Den Nin-Toaster, also dann wird es auch garantiert einen PC als Toaster geben. Nin-Toaster, wer Oder kennt ihn nicht? eigentlich ein Sandwich Maker, ein altes Notebook genommen, irgendwie in den Sandwich Maker rein, wäre mal absolut genial. Das, bis das Sandwich fertig ist, musst du 15 Minuten irgendwas Aufwendiges spielen oder so. Ja? Lecker. Oder nur CubesOS starten, eins von beiden.
Na gut, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das war jetzt fies, ich weiß. Ja, wäre das vielleicht mal was für die Genre-Hauke-Show, wenn ihr Hardware hättet, das zu zeigen? Auf jeden Fall würde ich sagen. Warum nicht, oder? Ne? Also wir haben ja noch vieles vor und warum auch nicht mal sowas? Also vielleicht direkt mal mit Hardware, sonst haben wir ja viel mit Virtualisierung gemacht. Einfach dann, ja meistens haben wir ja VirtualBox genommen und dann mal dieses und jenes ausprobiert. Aber warum nicht, ne? Capture-Karte habe ich zum Beispiel. Und, du hast sogar eine Capture-Karte, perfekt. Das könnte man mal machen. Ja, warum nicht? Das schreibe ich mir mal direkt auf. Ja, so schnell kann es zu neuen Ideen für Sendungen kommen und ja. Oder Micha, das wäre ja eigentlich auch was für dich. Also du hast ja jede Woche, glaube ich, ein Linux-Thema auf Twitch, wo du irgendwas ausprobierst und das eben auch in voller Länge, oder? Das auf jeden Fall, aber ich habe eben nicht die Hardware da. Ja gut, vielleicht fällt irgendwann so ein Ding ja mal bei einer Firma hinten raus, wenn sie es einfach aussortieren. Ja, muss ich mal gucken. Bis jetzt habe ich noch genügend in der Pipeline, wo das nicht so der Fall wäre. Denn im Moment ist es ja auch mit Hardware sowieso so ein bisschen schlecht insgesamt, wegen hier Verfügbarkeit von Dingen und Preise sind relativ hoch. Von daher, ja. Wollt mir eigentlich mal ein Kubernetes-Cluster auf Raspberry Pi V-Zeros bauen. Kannst du auch knicken zurzeit. Kriegst du auch nicht. Ja. Nicht mal mehr die kleinen schnuckligen Teile. Ja, ja. Und hier mein Raspberry Pi P400, der ist jetzt, den habe ich als Bundle mit Buch und einem Schnickschnack für irgendwie 99 gekauft und jetzt kostet der irgendwas bei, ist er jetzt bei 110 oder schon bei 120 angelangt? Also von daher Hardware kaufen, also hätte man kaufen sollen, so als langfristige Investition. Ja. Natürlich Grafikkarten, ne? Wenn wir vor 3 Jahren alle Grafikkarten gekauft hätten, hätten wir jetzt richtig den Reibach machen können. Früher wurden die Leute noch belächelt, die zu denen hämisch gesagt wurde, du legst ja scheinbar deine Altersvorsorge in Servertechnik an. Hatte ich zumindest mal einen Kollegen, aber naja. Ja. Der wusste vielleicht, was kommt. Ja, wer weiß. Mhm. Ja, was kommt eigentlich? Wollen wir mal ganz kurz anreißen, wie es bei den Tux-Tagen aussieht? Aber natürlich, ja, also wir sind momentan in der, ihr hört mich, ne? Ja. Ja. Mhm. Gut. Ja, wir sind momentan in der noch Planungsphase vom LPD, haben da jetzt schon die ersten Sponsoren. Ja, OwnCloud steht beispielsweise schon fest, Univention steht schon fest, B1 Systems ist wieder dabei, also da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Da nochmal herzliches Dankeschön. Ansonsten, tun wir gerade die letzten Züge des Programms schon für den LPD ausarbeiten, also sind da schon ziemlich fortgeschritten und unser Team wächst. Ja, wir kriegen jetzt alleine in diesem Monat haben wir jetzt insgesamt 3 neue Teammitglieder dazu bekommen und freut uns riesig, dass wir da momentan wachsen. Wir suchen aber tatsächlich immer noch den einen oder anderen, besonders im Marketing würde uns sehr, sehr freuen, wenn wir da nochmal Unterstützung bekommen. Das heißt, wenn ihr zufällig Lust habt, in so einem ganz netten Team zu arbeiten, schaut doch einfach mal auf tuxtage.de vorbei. Dort findet ihr Verstärkung gesucht, die Seite. Und dann könnt ihr da uns kontaktieren. Würde uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, läuft soweit alles gerade. Und wir haben ja tatsächlich noch massig Zeit bis zum 14. Mai, ne, zum LPD. Bis dahin ist aber noch ein bisschen was zu tun. Beispielsweise dann das Akquirieren und das Werbung machen vielleicht auch. Also in Bezug auf Marketing. Da würden wir uns auf jeden Fall noch auf einfach nur Know-how und Hilfe freuen. Allein das Know-how würde uns, glaube ich, auch sehr, sehr weiterhelfen. Ja, das wäre so mal ein ganz, ganz kleiner Abriss aus dem Tux-Tagen, ne? Ja, hätte ich auch nichts weiter hinzuzufügen. Das passt schon soweit. Wir haben ja jetzt auch so ein bisschen, apropos ein nettes Team, so einen Stammtisch eingeführt. Wollen wir mal gucken, wie so ein wöchentliches Treffen so abläuft, damit man mal sich auch untereinander als Team connecten kann.
Ja, da sind wir mal sehr gespannt, ne? Hatten wir jetzt den letzten Donnerstag die erste Session, ne? Und waren doch ganz nette Gespräche dabei. Bin ich mal sehr gespannt. Also ja, wir vom Tux-Tiger-Team machen natürlich die Veranstaltung, machen auch den Podcast beispielsweise, beziehungsweise das machst du, Micha, eigentlich primär momentan. Wir allerdings kriegen wir da auch Verstärkung, heißt es, ne? Jetzt in der Produktion, ne? Der liebe Jason möchte das, glaube ich, machen. Und da freuen wir uns. Also da werden wir demnächst auch den Podcast nochmal auf neue Ebenen befördern. Und genau, insgesamt wollen wir einfach eine nette Zeit verbringen. Das wollte ich eigentlich sagen. Jo, kann man so stehen lassen. Apropos Veranstaltung, weil du es ja gerade angesprochen hast. Chemnitzer Linux-Tage. Ich habe mich erschrocken, die sind schon nächsten Monat. Wie Ja, die so Zeit schnell. vergeht. Ja, Ja, bald haben wir schon wieder furchtbar. März. Ja. Ja, das Jahr hat gerade begonnen und schon ist fast wieder März. Unglaublich. Das Genau, stimmt nämlich halt an dem Wochenende. wirklich. An den ganz genau am Wochenende vom 12. bis zum 13. März. Das ist genau zum Aufnahmezeitpunkt nächsten Monat. Genau einen Ja. Monat in. Boah. Vor Das einer halben Motto. Stunde habe ich meinen Vortrag angefangen. In einem Ah, Monat. ist super. Ja, Nicht Vorlaufzeit im schlecht. Monat. Manch einer Das macht ist die gut. Hausaufgaben kurz davor in der Pause. Oder schreibt ihr auch noch Ja. ab? Ja. Während der Lehrer rumgeht und Boah. die einsammelt. Ja, genau, hier. Boah, da hat sich wirklich mal einer bei uns erwischen lassen, ne? Das war wirklich bitter. Ja. Aber ja, es war sehr, sehr unterhaltsam dann. Ja. Nee, am Angriff 12. und lehrreich. 13. März sind die. Was meint ihr? Ich kann mir vorstellen, dass das sehr unterhaltsam war. Die Diskussion Oh wäre ja. bestimmt sehr interessant. Was machen Sie da? Nichts. Ich muss auch kurz Ah. hier. Nur den letzten Satz noch hier muss ich. Von, Mach hier noch schnell die Hausaufgaben fürs andere Fach. ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ihr Unterricht unterfordert mich immer. Parallel. Wie man als Oh. Schüler keine Diskussion beginnen sollte. Ja. Dann wirst du zur Tafel vorgeschickt und dann ausgequetscht. Ja. Ja. Herrlich. Ja, Diesjähriges nee. Motto. Voll verteilt. So wollte ich wieder den Bogen kriegen. Wird wieder als virtuelle Online-Veranstaltung stattfinden. Leider wieder alles online. Ne? Haben sie auch so geschrieben. Ja, immer Vor- und Nachteil zugleich. Also Chemnitz ist zwar, ja, also es ist eine tolle Veranstaltung vor Ort natürlich, aber du musst ja halt dahin. Und je nachdem, von wo du halt kommst, ist es eine relativ weite Anreise. Also von daher denke ich mal, ist es für einige deutlich leichter zugänglich, wenn es halt virtuell ist. Aufgrund von Entfernung und was weiß ich, Übernachtungskosten und alles Mögliche. Insofern findet es Leute, die sonst nie dahin kommen würden. Andererseits ist es natürlich wiederum sehr schade, weil es ja eine super Veranstaltung ist, wo du einfach mal so nebenbei dich mit Leuten unterhältst, was du virtuell vielleicht nicht so unbedingt machen würdest. Also von daher sehe ich, ist bei uns, bei unseren Kilo Open Source und Linux Tagen genauso, sehe ich das eben so, naja, es ist nicht alles schlecht. Es hat Vor- und Nachteile, ne? Also von daher, Einerseits, andererseits. Ja, aber wie gesagt, ist es halt wieder virtuell aus bekannten Gründen. Sehe ich genauso. Und ich bin ja auch der von unserer Achse des Bösen, sage ich mal, der den kürzesten Weg hätte. Aber naja. Warst du schon mal da, Micha? Nein, ich habe es nie geschafft. Ja, toll. Kürzeste Anreise und dann nie da gewesen. 2019 Aber wollte immer ich mit so. zwei Arbeitskollegen hin. Wir haben sogar ein Auto gestellt bekommen von der Firma und dann hieß es kurz vorher wegen dem großen C abgesagt und seitdem nie wieder. Nee, War sie als. 2019 war sie noch. 2020 wäre es dann gewesen, War ne? sie 2020 abgesagt, kurz vorher? Ich glaube jetzt vorher. 2020 war sie kurz davor abgesagt. Ja. Ja, gut, dann war 2019 es war ja. ich noch dort, Ah, tatsächlich. okay. Nee, dann war es 2020. Dann berichte ich. Ja. Witzige wäre gewesen, wenn du 2019 da gewesen wärst, hätten wir uns noch nicht gekannt. Ja? War wahrscheinlich angepöbelt abends, ja. Und dann ist Ey. nie was geworden. Ja, das nächste Mal. Beim Pöbeln wir uns Bistro an, meine Battle. ich. Ja, herrlich. So ungefähr. Nee, da Aber ich war es muss sagen, es 2020.
Ja. Ich muss sagen, es war schon echt eine schöne Zeit dort. Also so, da merkst du, hey, du bist wirklich nicht allein in dieser Linux-Familie, ja. Und hast natürlich dann auch ein paar Leute, die dann doch ein bisschen zu viel Ahnung vielleicht haben, wenn ich das mal so sagen darf. Aber generell doch sehr, sehr schöne Atmosphäre auch dort. Also derjenige, der die Möglichkeit hat, auf jeden Fall dann auch mal wieder lokal hinzufahren, macht das auf jeden Fall. Sogar vom Ruhrgebiet aus gibt es, glaube ich, sogar so einen Bus, der da hinfährt, von so einem Busunternehmen, wo man sich dann mit anmelden kann. Und ansonsten, dieses Jahr online müsst ihr es euch eigentlich eintragen. Also da kommt ihr eigentlich nicht dran vorbei. Besonders Alleine schon natürlich für das meinen Programm, ja. Vortrag. Ja. Hey, ich bin im Programm, also was wollt ihr mehr? Nein, Nee, das Spaß. Ja, Problem das ist reicht aber, ja. Den Rest dass kann man du, absagen. ja, dass du gerade im Programm bist, wo ich gerade was anderes viel interessanter bin. Bin ich irre? Das Boah, ist das das nehme ich Problem. jetzt. Ja, das ist jetzt natürlich sehr, sehr blöd. Ne? Aber gut, Ja, so ist es. ich hoffe da auf die Aufzeichnung. Ja, Genau, klar, ich glaube, vielleicht es hast ist du ja sogar nicht den weg. Vortrag schon gesehen. Genau, absolut. Es ist nicht weg. Ja. Das ist ja insofern auch ein Vorteil, ne? Also das haben ja viele Veranstaltungen auch über die Jahre gemacht, ihre ja vor Ort Vorträge einfach aufgenommen und hinterher ins Netz gestellt. Aber jetzt ist das ja halt noch mal eben näher. Also die Leute sitzen eh vor der Kamera, also kannst du das Ganze denn auch gleich noch mit aufzeichnen. Also von daher geht jetzt auch noch ein bisschen weniger verloren. Das ist das Gute, aber das, was halt verloren geht, ist eben das, was du in Präsenz dort immer als Service hattest. Also mein Plan war immer dort die LPIC-Prüfung abzulegen, weil du die dort relativ unkompliziert für einen schmalen Taler machen konntest. Das stimmt, das kannst du immer relativ günstig dort machen, muss ich auch mal machen. Also das ist so eine Sache, die man Ja. aktuell verloren hat. Ja, und Praxis Dr. Tux, wo Genau. du halt mit deiner Hardware direkt hingehen konntest, wo sie dir geholfen haben, das ist jetzt natürlich auch schwierig. Also keine Ahnung, wie sie es dieses Jahr umsetzen wollen. Dazu werden wir nächsten Dienstag live was erfahren. Da kommen ein, zwei, drei Leute von den Chemnitzer Linux-Tagen bei uns im Livestream vorbei und werden dazu auch ein bisschen was erzählen. Und was natürlich sich überhaupt virtuell nicht machen lässt, ist das tolle Essen dort. Also als Aussteller und Referent durftest du ja auch an diesem, ja, gab es einmal abends ein riesiges Buffet und das war echt super. Also die Chemnitzer Catering-Tage mit diesem Buffet einfach sensationell. Und du kriegtest eben als Aussteller und Helfer auch den ganzen Tag eigentlich immer irgendwo ein bisschen was. Also das gab halt auch Frühstück und irgendwie zwischendurch gab es dann auch noch. Also das war schon eine sehr leckere Veranstaltung, die eben neben dem Fachlichen eine Menge geboten hat. Und ja, das. Ein virtuelles Buffet, das kommt halt nicht so gut, also das füllt den Magen nicht, ne? Ja. Naja, mal gucken. Nächstes Jahr vielleicht, übernächstes, wir werden sehen. Vielleicht gibt es ja wieder Cocktails am Abend, am Ja. Samstagabend. Ne? Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, gehabt. Ich glaube, diesmal Das würde ich mir sogar für stimmt. Cocktails einkaufen. Aber wahrscheinlich nur die, die ich mag. Aber se selbst das ersetzt dieses riesige Buffet ja nicht. Das waren Nee, das ungelogen ist 30 Meter richtig. Buffet. Das stimmt, das stimmt. Ja. Also es war einfach gigantisch. Also man findet im Netz bestimmt irgendwo noch ein paar Fotos davon. Also es war wirklich so, ne? Es war ja. Darum ist es echt schade. Aber naja, mal gucken. Das Aber wird wieder, hoffentlich. Dafür ist Hoffentlich das auch. Programm diesmal pickepacke voll. Ja, und leider, Jean, muss ich bei dir dann auf die Aufnahme hoffen, weil ich würde mir in der Zeit ganz gerne Podman als Alternative zu Docker ansehen. Das kennst du doch schon alles. Nein, Spaß. Ja, Theoretisch nee, schon, sehr aber ich wollte cool. es nochmal in der Praxis sehen. Ja, Und klar, ja, von klar. einem anderen Ja. Gesichtspunkt. Kann ich ja nachvollziehen. Ja, sehr Ich cool. habe da eh schon meinen Tag irgendwie fast durch geplant. Das sind schon ganz schöne Sprünge dabei. Ich habe da noch nichts geplant. Das mache ich wahrscheinlich wieder 5 Minuten, bevor es losgeht. Ja, wobei wir ja nun nicht unbedingt so viel Zeit für sowas haben. Ja, Ja. das wird Ja, spannend. genau. Also ich habe mir eben noch nichts vorgenommen, weil ich eben was anderes vorhabe.
Oh, ich bist du da als Helfer unterwegs oder hast du da auch einen Vortrag? Nee. Also wir haben einen Kombistand für, wie haben wir es eigentlich genannt? Eigentlich ist es dann so ein Metastand. Ne? Einmal eben für unsere wöchentliche Live-Sendung. Von daher sind wir dann quasi virtuell vor Ort und beantworten dann halt Fragen. Und dann haben wir noch deinen Zugsimulator, Jean, mit den Libre Train Sim, ne? Genau, da das dann passend noch zusätzlich zur Godot-Engine halt, die dann, ne, die das quasi unterstützt, beziehungsweise was darunter geschrieben wurde dann. Boah, und dein M23. Genau, M23, genau, das mache ich dann noch. Also da haben wir an einem virtuellen Stand in dem Work Adventure eben verschiedene Projekte, die wir halt so machen. Genau, ja. Also von daher werde ich eher die meiste Zeit an diesem virtuellen Stand stehen und ja, wer vorbeikommen möchte und irgendwie Fragen zu M23 hat, zu ja, der Live-Sendung, zum Zugsimulator kann ich nicht so viel erzählen, aber das wird, ja, Jean, du kannst das natürlich und das zu Godo, da kennst du dich auch gut aus. Absolut. Weißt du, was ich mir gerade überlege, Hauke? Eigentlich müssten wir so Challenges machen an diesem Stand, also irgendwie so, kennst ja sicher diese diese Shows im Fernsehen oder sowas, wo die Leute dann irgendwie die Fußgänger auf der Straße dann so ein bisschen auf den Arm nehmen. Ich glaube, das wäre auch witzig online. Wer weiß, wie lange wir dann wie lange wir dann den Stand da noch haben. Aber ich glaube, wir werden rausgeschmissen. Ja, oder nee. Wir können natürlich auch wieder unsere GNU-VC-Verkleidung rausholen. Mit, ja. Mit dem Einhornhorn zum selber basteln. Und mit dem lustigen Schlips zum Ankleben. Wollte ich gerade sagen, da war noch ein Schlips dabei. Ja, ja. Oder unsere Verkleidung von diesem Zugspiel, was sich ja nun als nicht unbedingt Zugspiel entpuppt hat. Dann kann ich auch wieder diese Kelle da mir zusammen basteln mit einem Kochlöffel. Wäre auch Abfahrt. Eine Idee. Abfahrt. Ja, ja, ja. Ja, da können wir noch viel Schabernack treiben, ne? Ich glaube, das wird ein witziges Wochenende, Hauke. Wir müssen alle vorbeikommen am Stand. Genau. Ne? Alle, die das hören. Alle. Kommt am Stand vorbei. Ja, aber genau, nur mit Abstand. 1,50 Abstand natürlich. Weil zur Tastatur. Ja, genau. Ja. Und vorher desinfizieren. Wie wir das lieben. Ja. Ja? Was meinst du? Und Tastatur natürlich auch schön desinfizierend. Absolut. Ja, ja. Wir haben auch dann extra Desinfektionsspray dastehen. Ach, das wird herrlich. Ja, wird bestimmt lustig. Ja. Genau, ja. Ah, okay, also habt ihr quasi noch einen Stand und Jean macht einen Vortrag noch zusätzlich. Genau. Ja, genau. Also insofern ist das für mich dann ja auch, ja, also zwei volle Tage letztendlich. Und ja. Kannst du direkt als Arbeitszeit reinschreiben? Ja, genau. Sogar schon fast, ne, für M23 und so. Also wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre, ich bin ja Freiberufler, von daher kann ich mir das ja irgendwie, ja. Ja, das funktioniert nicht. Könnte ich natürlich bei mir beantragen als Bildungsurlaub und dann überlege ich, ob ich mir diesen Bildungsurlaub gestatte und dann, ich glaube, das macht keinen Sinn. Musst du das dann noch durch den Betriebsrat bringen, der du dann auch selber bist? Ja, genau, genau. Und der sagt dann, muss denn das sein? Ja, und kann man da nicht was Schöneres machen? Ja, genau. Ja. So wird das. Kann man das nicht über die Versicherung abrechnen? Ja. Was wir nicht so alles machen. Ach, das wird herrlich. Ich werde diesmal wieder nur als Besucher teilnehmen. Ja, also echt es lohnt sich. Schön, ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ja. Also letztes Mal sind wir auch zu zweit, denn als nicht mehr so viel los war, von einem Stand zum nächsten gelaufen, haben denn da eben diese Avatare gefragt, worum geht's denn hier so ein bisschen? Und normalerweise sitzt da jemand, denn wo die Kamera denn angeht und so, und dann kannst du dich mit dem halt unterhalten. Und das ist natürlich auch irgendwie ganz praktisch. Waren sehr witzige Gespräche. Ja. Absolut. Das ja. Und hat Spaß gemacht. Also das kannst du vor Ort natürlich auch irgendwie machen. Also das ist natürlich nochmal irgendwie, also netter. Aber es ist schon irgendwie ein Ersatz dafür, aber kein vollwertiger. So. Naja. Ich warte nur auf die Zeit, wo uns das große C nicht mehr im Griff hat und wir wirklich wieder Präsenzveranstaltungen haben, ob das überhaupt noch klappt.
ob wir da überhaupt noch klarkommen damit. Menschen gewöhnt sind, ne? Ja. Das wird interessant. Habt ihr denn schon Favoriten als Programmhöhepunkte, außer eben Bitcoin, eine Alternative zum Flat-Geld-System? Was dein Vortrag ist? Also das ist natürlich mein persönliches Highlight. Aber ansonsten, ich muss sagen, ich habe mich noch nicht so richtig durchgestöbert. So mal kurz, aber könnte da, glaube ich, gar nichts zu sagen. Du, Hauke? Also ich habe nicht wirklich reingeguckt, weil ich habe eh keine Zeit. Also hinterher werde ich mir vielleicht einiges angucken. Was mir irgendwie so beim ganz kurz drauf gucken aufgefallen ist, Klaus Knopper macht ja wieder verschiedene Dinge. Das ist der Mann hinter Knoppix, der quasi das Live-Linux erfunden hat vor vielen, vielen Jahren. Und er macht halt sehr gute Vorträge. Also unabhängig von Knoppix jetzt, er bringt das immer ganz gut rüber und das sind humorvolle, effektreiche Vorträge und so. Die kann man sich immer gut angucken. Also das wäre was ich mir auch so angucken würde. Aber ansonsten habe ich wirklich so gut, oder? Ja, eigentlich fällt mir jetzt im Nachhinein nichts auf. Wir hatten ja in unserer letzten Sendung am Dienstag mal kurz ins Programm reingeguckt. Und von daher erinnere ich mich, der Klaus ist auch wieder mit dabei. Ja. Genau. Nee, also von daher, ich habe da jetzt keine Favoriten oder so. Was vielleicht praktisch ist oder was cool ist, weil es um Züge geht, Kamerawagen für H0-Modelleisenbahn mit Linux. Schon eine nette Sache. Aber direkt daneben, stell dir vor, dein Heimserver wurde gehackt, muss ich sagen, finde ich auch sehr spannend. Oh, schade, dass die beiden parallel laufen. Ja. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, Aufzeichnung, ne? Kannst da du, hoffe ich drauf. Ja. Denn ja. Bei vielen Sachen, du bist ja eh nicht vor Ort. Und ob die jetzt da im Chat, die machen ja bestimmt, die machen ja Big Blue Button als Konferenzlösung, ob du denn nebenbei im Chat nochmal eine Frage stellst und die beantwortet wird, weiß ich nicht, wie viele Leute mögen Fragen stellen. Ich glaube, so viel sind es dann nachher auch nicht. Also von daher reicht den meisten wahrscheinlich auch eine Aufzeichnung. Es muss nicht live sein. Wobei, wenn es live ist, muss ich sagen, hast du nochmal einen ganz anderen Drang, das zu gucken, als wenn du eine Aufzeichnung hast. Mir geht es jedenfalls persönlich immer so, wenn du dann Aufzeichnungen von irgendeiner Veranstaltung hast, ja, jetzt liegt die da, ne? Die gibt es aber noch in 2 Wochen. Ne? Und dann verschiebt sich das immer nach hinten. Von daher ist live eigentlich schon immer eine schöne Sache, wenn man das direkt mitbekommt. Ne? Ja, stimmt. Das ist nochmal ein Druck dahinter, das auch wirklich, ne, entweder jetzt oder weg. Das ist vielleicht nochmal so ein Anreiz, aber mit vielen von diesen Mitschnitten geht mir das ja auch so. Ja, ja. Festplattenplatz ist ja doch relativ günstig und geduldig, ne? Runtergeladen. Und liegt gut da. Ja. Und auch noch in 2 Jahren. Ja, ne? Ja. In 2, in 10. Und irgendwann ist es voll retro. Weiter. Ja, genau. Genau. Und was hast du sonst noch einen Lieblingsvortrag, Micha? Wie gesagt, ich hab ja schon einiges durchgeplant. Samstag geht Gott sei Dank noch. Da fängt es früh an mit endlich Root und jetzt als Sicherheit, dann erstmal eine Weile nichts. Dann ist leider das Problem, dass ich den Anfang deines Vortrags mir angucken könnte und dann zu Podman als Alternative zu Docker umsteige. Dann wieder weiter zu Linux an der Leine und dann Storage-Migration schnell und einfach. Ey, da gibt's einiges. Und dann Sonntag, da knallt dann richtig die Peitsche. Da ist dann für mich einiges so drin. Auto-Build your own Home-Linux-Router. VPN mit WireGuard ist noch ganz interessant. Wo ging es dann weiter? Ach, das zieht sich so durch. Den ganzen Sonntag bin ich quasi nur am Springen. Und irgendwie das Ende sind dann die Proxmox-Geschichten. Und den Rest muss ich mir dann irgendwie als VOD angucken. Unglaublich, ich habe 90 Minuten meinen Vortrag. Das wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Irgendwo mal 90. Angegeben. Nee, sehr cool. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall alle schon auf die Kenner zur Linux-Tage. Na, schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ihr so als Lieblings- oder als spannendsten Vortrag im Vornherein seht. Gab es denn eigentlich diesmal Workshops? Ja, oder? Ja, die gibt's auch. Genau, ich sehe es gerade. Die sind immer schnell weg. Ja, Python-Programmierung, stimmt. Musikproduktion, Bloggen und Dokumentieren. Uiuiui.
Reifen für Ingenieure. Alter, da sind ja wieder Sachen dabei. CMS-Sprechstunde, das ist ja auch total interessant. Ach, mit Stefan Luko heißt er, glaube ich. Ja, mhm. Also S-Punkt. Genau. Ja, genau. Er war ja auch, also bevor hier Lockdown und sonst was und hier Corona, da war er ja auch in Kiel. Das war auch sehr schön. Und ich glaube, virtuell war auch einmal mit dabei. Hm. Ja, ach ja, genau, der CMS-Garden. Genau, richtig. Das war eigentlich auch ein sehr schönes Projekt, wo sie denn, also auf der CeBIT gab es das auch mal. Da haben die denn mit verschiedenen CMS-Systemen sich so einen Gemeinschaftsstand geholt und dann hatten sie alle so ein Hütchen auf und da stand dann, für welches CMS sie zuständig waren, hatten so eine Gärtnerschürze um und so ein bisschen Deko, so Plastikblumen standen dann da auch rum. Und dann konntest du eben von einem Gärtner zum nächsten gehen und dir dann erklären lassen, warum sein CMS die prächtigsten Blüten hat oder keine Ahnung. Also das war auch ein cooles Projekt. Und das macht er denn jetzt ja wahrscheinlich hier CMS-Garten auch online. Ja, ja. Also wird auf jeden Fall interessant. Verrückt. Viel zu viel interessante Dinge. Naja. Cool, also wir freuen uns drauf. So, haben wir noch irgendwas zum Füllen oder springen wir gleich zum Raspberry Pi? Ich hätte gesagt zum Raspberry Pi, oder? Wir können ja nochmal hier... Also das kommt ja auf jeden Fall noch vorher raus, denn wahrscheinlich suchen sie immer noch Leute, die mithelfen fürs Work Adventure, da irgendwelche Grafik zu erstellen und Karten. Das stimmt. Mitmachen. Ja, genau. Die suchen immer, ich glaube, das wird wahrscheinlich wieder bis zu 2-3 Tage vor der Veranstaltung so sein, wie bei uns, ne? Also ist ja, muss ich ja auch sagen, ist ja bei uns auch nicht anders gewesen, ne? Ja. Haben da, tatsächlich am letzten Tag auch noch mal was mit dem Work Adventure machen müssen. Haben wir beide dann gemacht, Micha. Ne? Sollen wir erwähnen oder sollen wir nicht erwähnen? Ja, absolut, oder? Was willst du erwähnen noch? Also diese Mitmachen-Seite könnte man ja einmal kurz hier durchgehen. Ich muss mal linken. Ja, immer doch. Das da. Also haben wir jetzt ja auch schon mal erwähnt in der Live-Sendung. Ja, genau. Mitarbeit, Streaming-Team, Webseite, Grafiken, Dr. Tux. Ja, ich schmeiß die dann einfach in die Videobeschreibung. Oder so, genau. Ja, nö, so ansonsten können wir gleich hier. Nächsten. Betreuung der Vorträge. Ach, haben sie also auch. Ja. Was sind denn die Linux Live Sessions? Ist mir da irgendwas entfallen? Das sind die Workshops. Ah, okay. Also, das müsste ja, also, die ist mit. Praxis Dr. Tux, das finde ich gerade nicht, was sie denn dieses Jahr da machen. Das wüsste ich auch nicht. Ich glaube, das war letztes Jahr so im Big Blue Button Raum, wo sie dann quasi dann jemandem geholfen haben, wenn der dann da reinging, glaube ich, ne? Ganz entspannt. Ich glaube, ungefähr so lief das. Ach da. Add-ons, darunter fällt das. Warum Add-ons? Da hätte es ja nie einen Stellenanzeige. So, und was? Du musst dich anmelden. Das ist ein Anmeldeformular. Achso, und dann kriegst du auch eine. Dann kannst du den Terminwunsch ausdenken. Genau. Das ist sehr gut. Okay. Und dann kannst du da Hilfe bekommen. Ne? 32 Plätze haben sie und 2 sind schon weg. Also 2 sind erst weg. Obwohl, ist ja noch ein bisschen, ne? Ja, haben wir noch ein bisschen was. Ich glaube, die werden wieder voll sein, kurzfristig. Na, jetzt schnell anmelden. Jo, ich habe ein Problem mit meinem Kubernetes-Cluster. Das klingt nach einem Du-Problem, nicht nach einem Wir-Problem. Ja, ich habe mein FreeIPA aktualisiert und jetzt funktioniert da irgendwas mit Zertifikat nicht mehr. Was muss ich da machen? Da kannst du doch auch direkt mal hier, ne? Ja, ich habe ja die Lösung dafür gefunden, aber es hat halt gedauert. Ach so. Ja. Es war etwas ätzend, aber ja.
Kann ja aber mit Kubernetes-Clustern auch passieren, dass die irgendwie Schlüssel untereinander erneuern und dann nicht richtig austauschen. Da kann es ganz eklige Situationen geben. Ja. Ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt die Klientel, die sie da haben wollen. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen zu spezialisiert, oder? Das stimmt. Ich glaube, das ist eher so für Anfänger gedacht. Ne? Also, ja. Falls ihr da vielleicht den Podcast hörst, das haben wir tatsächlich auch. Leute, die eigentlich gar nicht so Linux selber nutzen, aber trotzdem einen Podcast ja hören, weil es sie interessiert. Falls ihr tatsächlich noch nicht auf Linux umgestiegen seid, dann ist es da eine super Gelegenheit, zur Praxis Dr. Tux zu gehen. Die helfen euch da wirklich sehr gerne dann bei verschiedenen Fragen. Und auch mal, wenn es irgendwie mal mit der Installation hakelt. Also da sollten die euch, glaube ich, ganz gut helfen können. Ja, ich denke doch. Also, ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, das in Anspruch nehmen zu können, zu müssen. Aber ich denke mal, die sind da ganz pfiffig hinterher. Doch. Also, wenn mal Bluetooth nicht geht am Notebook oder. Genau. Musste ich auch machen bei einem, wie nennt man das? Kanten? Freund? Wie hochstufe ich den jetzt ein? Mit dem spiele ich regelmäßig online. Ich kenne den auch nur über Teamspeak. Der wollte einfach mal auf Linux umsteigen und da ging von Anfang an die eingebaute WLAN-Karte nicht und da habe ich mal per Fernwartung geguckt, was wie wo und komischerweise hat dann das Ubuntu einen falschen Kernel-Treiber genommen. Da war es einfachste, den Kernel-Treiber, den er dort genommen hat, einfach rauszuschmeißen und schon hat er beim nächsten Booten den richtigen genommen. Ja, ansonsten, da hilft es immer mal, den Kernel zu aktualisieren jedenfalls. Das hatte ich jetzt auch mit einem Lenovo-Laptop letztens. Der hat halt eine etwas zu neue Hardware gehabt. Und sobald du den Kernel aktiviert hast, beziehungsweise aktualisiert hast, ging das dann problemlos mit dem WLAN dort. Also das ist der hatte schon den aktuellsten. Er hatte schon den aktuellsten. Da war es wirklich so, der war so speziell, das war so ein spezieller Intel. Da gibt es einen generischen und da gibt es einen nicht generischen Kerneltreiber für. Boah, da fragst du mich was. Und der nicht generische, den hat er immer genommen und den habe ich einfach aus dem Kernel quasi die Verlinkung weggenommen, dass er den generischen nimmt und der hat dann funktioniert. Okay. Das war dann relativ quick and dirty, aber ja, mein Gott. So, aber what, ne? Hauptsache, es funktioniert. Cool. Jo. Aber ich denke mal, sowas kriegen die da auch hin. Also, wie gesagt, ich kenne die Qualität dort nicht. Ich hatte noch nicht das Vergnügen oder Unvergnügen, je nachdem, wie man es dann nimmt. Das stimmt, ja. Also, wie gesagt, ich war noch nie da. Also von der normalen Vor-Ort-Veranstaltung, die haben ja einmal durch die Universität einen sehr großen Rückhalt da. Also die Räume kriegen sie ja, die ist eine Veranstaltungs-Vorlesungsgebäude, das können sie ja halt mitnutzen. Und die Leute, die da halt mitarbeiten an verschiedenen Stellen, also normalerweise gibt es ja auch, also das Catering hatte ich ja schon gesagt, das ist natürlich ein großer Posten. Dann gab es sogar Security, ist mir zwar nie aufgefallen, aber da hatten sie eben auch was für und die haben, na wie viel waren das? Irgendwie 150, 200 Leute, die daran mitgewirkt haben. Also für wirklich sehr viele Aufgaben dabei und die sich halt mit den Serversachen und was weiß ich, mit Kabelverlegung und sonst was beschäftigt haben. Die wissen eigentlich, was sie tun. Also entweder sie arbeiten vielleicht an der Uni da im Rechenzentrum, das ist deren täglich Brot, oder die haben auch sehr ausgefeilte Pläne für alles Mögliche. Also da soll wo drin stehen, an welche Stelle, welche Steckdose mit welchem Verlängerungskabel und wo das Switch hinkommt und was weiß ich alles. Also die machen das halt sehr akribisch und das merkst du der Veranstaltung eben auch an. Also das machen die halt nicht zum ersten Mal oder zum fünften Mal. Das ist eine Veranstaltung, die es ja auch schon relativ lange gibt und die das wirklich sehr genau durchdacht und geplant haben. Und Praxis Dr. Tux, das wird genauso sein. Also das sind eben auch Leute, die eigentlich wissen, was sie tun. Also von daher, ne? Wenn jemand von euch da ein Problem hat, einfach mal vorbeikommen und natürlich vorher anmelden.
Ja. Absolut. Lass mal so stehen. Dann kommen wir doch einfach zum angeteaserten Raspberry Pi. Da ist ja zum Jahresanfang einiges passiert. Das würde ich ganz gerne mal zusammenfassen. Der erste Kracher war gewesen, dass endlich das 64-Bit Raspberry Pi OS aus der Beta-Phase endlich raus ist und nun offiziell zur Verfügung steht. Vorher musste man sich das ja ganz eklig suchen von den Download-Servern. Ähnlich übrigens wie die Daily Builds von Debian. Das hatte ich letzte Woche, diese Woche im Stream gehabt. Wollte einfach ein Daily Build Installationsimage haben. Das kommuniziert Debian nicht nach draußen. Das war ganz, ganz eklig zu suchen. Was nehmen Sie bei Debian? Ist das SID unstable oder was ist bei denen Daily Build? Die Daily Build, also die tun täglich die ISOs neu bauen und bereitstellen, die Installationsmedien. Aber das ist auf dem Daily Build Server. Allen. Aus welchem Zweig? Ach, okay, gut. Mhm. Nur okay. Ich wollte ja ganz kurz im Stream mal gucken, ob ich mir ein Rolling Release Debian installieren kann. Also sprich, richtig installiertes Debian Unstable, also SID. Und das wollte ich halt mit einem Medium machen. Und so wie sie es beschrieben haben, installiert ihr erst Stable, tu die Pakete ändern. Nö, das ist mir zu doof. Und dann geben sie ja noch einen Pfad an zu ihren Download-Repositories. Aber dieses Installationsmedium ist halt auch mal ein Dreivierteljahr alt. Hatte ich gar keinen Bock drauf. Und dann bin ich drauf gekommen, die haben Daily-Build-Server, garantiert. Die dann irgendwie kryptisch ersuchmaschinend. Und dann kriegst du auch ein tagesaktuelles Image, was nur 60 Megabyte groß ist. Und wo man sich so denkt, damit soll ich mir jetzt ein Betriebssystem installieren können? Ja, hat geklappt. Und genauso kryptisch war es damals mit dem Raspberry Pi OS in 64-Bit. Das hast du so offiziell, du hast es schon besser gefunden als das von Debian. Das muss man sagen, aber war halt noch in der Alpha. Und nee, in der Beta. Alpha war es nicht mehr. In der Beta. Ist jetzt aber raus, man kann sich offiziell das 64-Bit Raspberry Pi OS installieren. Wenn man dann Raspberry Pi hat mit 8 GB zum Beispiel, der heutzutage eh nicht leicht zu bekommen ist. Ja, da wären wir wieder beim Toaster-Thema. Ja. Stimmt. Also vor, was heißt einiger Zeit? Also ich habe ja mal spaßeshalber ausprobiert, ob sich ein Raspberry Pi eben auch zum Virtualisieren lässt. Und dann habe ich halt geguckt, was es so gibt für Distributionen, die eben auch 64-bittig sind. Und da habe ich eben auch durch Suchmaschine irgendwann gefunden, das Raspberry Pi OS, oder damals hieß es, glaube ich, noch Raspbian, das gibt es auch in 64-Bit-Fassung, aber das findest du eben sehr, sehr schlecht. Und damit habe ich es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Und dann bin ich nachher bei Manjaro gelandet. Damit ging es dann nachher ganz gut. Und also das gibt's, also ich weiß gar nicht, wie lange hat es diese Beta-Phase gegeben? Die gab es schon richtig lange. Also als es noch Raspbian, Raspbian? Ja, Raspbian. Das ist ja auch schon mindestens 3 Jahre her. Hm. So gefühlt zumindest. Ob es real jetzt ist, könnte sogar hinkommen. Ich hätte jetzt gesagt, ein bisschen mehr als ein Jahr, aber ja, ist ja egal. Hm? Genau, ja. Hm? Also es hat schon gegeben, war das immer gut versteckt. 2 Jahre so, ja. Sagen wir mal so. 3 Jahre ist vielleicht ein bisschen viel. Aber ich wechsle das auch immer ganz gerne mit Armbieren. Also von daher, da würde ich mich jetzt auf meine Aussagen nicht verlassen. Aber die Namensänderung ist schon relativ alt zur Raspberry Pi OS. Ja, da war das schon im Testen. Der Witz ist ja auch, du kannst ja auch ein ganz einfaches 64-Bit A-Arch Debian installieren. Könntest du ja auch, wenn du es findest, zum Download. Da sind wir wieder bei dem Thema von, was ich eigentlich gesagt habe. Stimmt. Das lässt sich aber einfacher finden. Ja. Aber die Beta-Phase war schon extrem lang. Also ja. Der Test war auch extrem lang. Und man konnte ja auch schon seit über in einem Jahr diesen Kernel-Parameter mitgeben. Oder diesen Config-Parameter im Raspberry Pi OS, dass zumindest der 64-Bit-Kernel benutzt wird. Da muss man dann in der, wie heißt sie? Boot-Config, ich glaube ganz unten.
Arch 64 Arm irgendwie gleich 1 eintragen und dann lädt er beim nächsten Booten den 64-Bit-Kernel. Ja, und dann hatte das nicht irgendwie Vorteile mit dem Arbeitsspeicher? Also bei 32-Bit kannst du irgendwie grob 3 GB einem Prozess an Arbeitsspeicher zuteilen. Mhm. Genau. Und mit dem 64-Bit-Kernel kannst du auch einem 32-Bit-Prozess 4 GB zuweisen? War das nicht so irgendwie? Ja, genau so war das, wenn ich mich nicht irre. Aber das war so, dass du da diese Speicherbegrenzung umgehen kannst. Hast zwar immer noch 32-Bit-Code ausgeführt, aber Arbeitsspeicheradressierung war deutlich größer, die du dafür machen konntest. Das war da der Vorteil. Aber andere Vorteile haben sie ja gleich hinterhergeschossen mit dem neuen Raspberry Pi Imager. Mit dieser 1.7er-Version, die seit neuestem draußen ist, kann man sich ganz einfach das 64-Bit-PiOS installieren und gibt Cloud-Init-Unterstützung, was total verrückt ist. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber Cloud-Init an sich ist eine feine Sache, um mit einer YAML-File quasi das komplette System zu installieren, wie man es braucht. Wer Cloud-Init vielleicht nicht kennt, das ist so ein Installationsstandard, der von ganz vielen Distributionsfamilien unterstützt wird. Zur Ersteinrichtung, also noch vor dem ersten eigentlichen Booten, werden da Pakete installiert, Konfigurationen gemacht, Schlüssel gegebenenfalls hinterlegt. Und dann ist das Betriebssystem oder das Image, was man dort benutzt, quasi Benutzungs-, nee, wie will ich es denn da sagen? Fertig zur Benutzung, so rum. Allen Abhängigkeiten, Paketen, wie man es haben möchte. Das ist das Coole, was jetzt dabei ist. Und man kann jetzt sogar leichter diese erweiterten Einstellungen erreichen. Nicht mehr mit hier Steuerung Shift und was war das, X? Wisst ihr, was ich meine? Steuerung Shift X, diese Sachen, die einen nie gesagt hat, also wo man WLAN und SSH aktivieren kann und den Benutzern ein neues Passwort geben. Das kann man ja, da gab es so einen Desktop oder Konfigurationsassistent, ja. Direkt in diesem Pi-Imager. Ach, der, okay. Habe ich nie benutzt, also von daher. Ja, ja. Ah, der Pi-Imager ist eigentlich ein richtig cooles Programmchen für solche Schichten. Du, ich habe da auch ganz lange immer noch geflasht, dann die Karte nochmal rein in den PC, Touch SSH und Touch und da die WPA Dingsconf gemacht. Genau, richtig. Ja. Man muss man ja nicht mehr, wenn man die Tastenkombination kennt, beziehungsweise braucht man die ja gar nicht mehr kennen. Inzwischen, sobald das ein Image ist, was das unterstützt, hat man ja jetzt so ein Zahnradsymbol, wenn man das Image ausgewählt hat. Und dann kann man das machen. Also beim Imager haben sie nochmal einiges nachgeschossen, was mir gefallen hat. Ja, da Schweigen im Wald. Ja, scheint ein cooles Produkt zu sein. Mhm. Probier's cool aus. Ich muss sagen, so Raspberry Pi bin ich selber so, ja, machst du einmal in 2 Jahren, setze so ein Ding neu auf, aber ansonsten muss ich sagen, mache ich leider viel zu wenig Projekte damit. Das ist sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das aber ist das beste Spielzeug, was du haben kannst. Das stimmt allerdings, ja. Das stimmt. Es ist das beste Spielzeug, was du haben kannst. Ich bin der Meinung, sobald man einen Administrator oder Programmierer einstellt als Arbeitgeber, man müsste dem sofort so ein Teil mit in der Hand drücken. Hier, mache. Ja. Hob dich aus. Das stimmt. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Und inzwischen, da kommen wir gleich ganz elegant zum nächsten Thema, durch den neuen Bootloader braucht man ja noch nicht mal mehr einen eigenen PC dafür. Wobei, da ist das Beispiel auch schon wieder stumpf, weil wer tut einen Administrator oder Programmierer einstellen, der keinen eigenen PC hat? Also, aber es ist möglich. Weil mit dem neuen Bootloader ist quasi der Imager im Bootloader integriert. Wenn man das Ding nämlich startet mit einer leeren SD-Karte drin und diesen neuen Bootloader hat, guckt der, ob er Netzwerk hat und tut dann quasi so einen eingebauten Pi-Imager starten und kann dann übers Internet sich die Image ziehen und auf die Karte flashen.
Das ist schon cool, unglaublich, wie einfach das jetzt dann gemacht wird, ne? Also das ist super für, der Raspberry Pi hat sich ja richtig durchgesetzt in den letzten 5, 6, ja vielleicht sogar 10 Jahren für Bastler und das macht halt vieles einfacher nochmal. Also die legen wirklich Wert drauf, dass das immer einfacher wird, dass es benutzerfreundlicher wird und das muss ich sagen, mit so coolen, neuen, innovativen Ideen, muss ich sagen, Respekt. Ja, das stimmt. Gefühlt ab dem Raspberry Pi 3 ging es dann los mit richtig vernünftig guten Sachen. Da kam ich dann auch dazu. Und ab der 4, also, da knallt ja richtig die Peitsche. Da haben sie endlich mal sich gedacht, Mensch, so ein Gigabyte Arbeitsspeicher, da können wir doch mal mehr geben. Und dann haben sie es gemacht. Und 8 Gigabyte kannst du es machen, ne? Ja. Tja, ja. Ich war schon... Mit diesen 8 Gigabyte, da haben sie doch, was ist da drauf? Da waren sie doch quasi die Ersten, die diesen Chip überhaupt gekriegt haben. Dieser, wie heißt das? LDDPR oder so irgendwas? Keine Ahnung. Bringt die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und schmeißt eventuell welche weg. Da waren sie ja halt die Ersten, die das als 8 Gigabyte gekriegt haben, meine ich. Also die anderen haben immer diese 4 Gigabyte Speicher gekriegt, mussten dann eben ein paar mehr davon nehmen. Und die dann verbinden. Und dort ist es das erste Mal, dass es den als ein Chip mit 8 Gigabyte gibt. Habe ich irgendwann mal gelesen, meine ich. Ach so, du meinst direkt also den Arbeitsspeicherchip. Ja, genau. Da waren sie halt eben ganz weit vorn, eben das erste Projekt, was sowas überhaupt quasi in die Hand gekriegt hat. Stimmt. Ich habe so einen 8er hier und der sieht ja optisch nicht anders aus wie einer mit 4 Gigabyte. Ja. An einem Chip drin. Okay, ja, also, siehst du, darauf habe ich gar nicht geachtet. Also die haben eigentlich über die Jahre, denke ich mal, auch alles richtig gemacht. Also eigentlich war es ja angepeilt als Bildungsprojekt. Ob es im Bildungsbereich jetzt so eine riesige Rolle spielt, weiß ich gar nicht. Aber relativ günstige Hardware, wo ein richtiges Linux drauf läuft. Also auch schon auf dem 1er lief ja ein richtiges Linux drauf. Und das gab es ja insofern eigentlich nicht. Also bezahlbar und das da eben vollständig. Ja, genau. Also und dem sind sie auch treu geblieben und haben das immer Stück für Stück verbessert. Und ja, mal gucken, was da so in Zukunft noch kommt. Ich denke mal, das wird in ähnlicher Richtung weitergehen. Ja, denke ich auch. Also die sind ja auch immer mehr auf die Wünsche eingegangen, weil es gab zwar immer Konkurrenzprodukte, die hardware-technisch Ticken voraus waren, zumindest mit dem Gigabyte-Netzwerkinterface, Gigabit, nicht Gigabyte, Netzwerkinterface mit mehr Arbeitsspeicher, hier Banana Pi und Android und wie sie nicht alle hießen. Aber inzwischen ist der Raspberry Pi eigentlich der Einplatin-Gold-Standard. Also damit geht alles. Und egal wie speziell es ist, man kriegt es auf dem Raspberry Pi theoretisch zum Laufen. Das waren die ersten, die GPIO-Pins hatten. Und daraus hat es jeder kopiert. Und eigentlich alle anderen Produkte sind ja wirklich nur, haben sich spezialisiert, um nicht als Plagiat dahingestellt zu werden, sage ich mal. Um es mal so auszudrücken. Ja, Konkurrenz ist ja nicht schlecht, ne? Aber dann muss man es erst noch besser machen. Richtig. Und ja, das ist schwierig. Da haben es halt viele nicht wirklich hingekriegt. Ne? Gerade bei diesen, ja, ich nenne es mal Embedded-Systemen, da ist ja auch viel Murks in der Landschaft. Das wird einmal verkauft für eine gewisse Zeit und da hast du dann irgendwelche komischen Binärtreiber drin, die nicht gepflegt werden. Und nach ein, zwei Jahren kannst du es eigentlich wieder einstampfen, das Zeugs. Davon gab es ja sehr, sehr viele. Und das, finde ich, ist ja auch eigentlich das Schöne an den Raspberry Pis, die haben sie ja letztendlich immer weiter geöffnet. Also diese Binärblobs, die am Anfang noch drin waren, da sind sie ja relativ weit von weg und haben diese Treiber halt geöffnet. Und ich weiß nicht, ob, also ein paar Teile sind wahrscheinlich immer noch drin, aber die Richtung ist halt eben öffnen dabei. Und du kriegst ja auch selbst noch den Raspberry Pi 1, wenn du jetzt keinen Desktop draufschmeißt, so wie ich das spaßeshalber mal als Video gemacht habe, dann kannst du damit ja immer noch was machen. Also du hast halt
nicht diese geplante Obsoleszenz durch nicht mehr Unterstützung von durch Software dabei. Also du kannst dieses Zeugs von vor 10 Jahren natürlich mit Projekten, die diese Hardware nicht überfordern, immer noch laufen lassen. Es gibt immer noch aktualisierte Software dafür. Also das, finde ich, ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal, was ich bei den anderen Konkurrenzsystemen so nicht gesehen habe. Das waren mehr so, diese Produkte, verkauft ist verkauft, ja, läuft exakt mit diesem komischen Linux, was wir zusammengefrickelt haben. Und danach interessiert das den Hersteller überhaupt nicht mehr. Ne? Denn ich meine, warum Produktpflege betreiben? Es wurde hier verkauft, Geld ist geflossen und damit ist das schon mal durch. Und das ist da eben, ja. Von daher bin ich eigentlich ganz glücklich mit den Dingern. Ich hatte damals, als ich Raspberry Pi, oh, welches Modell waren das? 1 Modell B hatte, habe ich dann irgendwann mal ein bisschen mehr Bums auf der Hardware gebraucht und habe mir dann einen Banana Pi M1 geholt, den ersten. Also 2x1 Gigahertz, 1 Gigabyte Speicher und 1 Gigabit Gigabit Netzwerkinterface. Der lebte genau 4 Jahre, bis dafür die Distributionen nicht mehr herausgegeben wurden. Lebt aber Gott sei Dank weiter durch das Armbian-Projekt. Mhm. Also mit dem aktuellen Armbian kann ich immer noch den Banana Pi betreiben. Tue ich nur gerade nicht. Aber und die Hardware wird komplett unterstützt? Ja, also bis jetzt habe ich kein Problem. Glück gehabt, also ja. Armbian für alle, die noch irgendwo einen alten Banana Pi rumzuliegen haben, probiert's aus. Also da ist Armbian echt so ein Retter und das unterstützt doch echt viel. Für alles, wo DietPi drauf laufen kann, dann nimmt Diet. Aber cool. Da war so damals mein Problem. Also der Banana Pi war dann relativ kurzlebig. Neu kaufen wollte ich nicht. Und irgendwann bin ich über dieses Armbian-Projekt gestoßen. Und da hatte der nochmal ein Revival, wo er bei mir als SIP-Proxy für die Telefonie für die Arbeit gedient hat. Also VPN aufgebaut und dann SIP-Proxy drauf und dann beim Router gesagt, da ist dein SIP-Provider und zack, bumm, ging das dann auch, dass ich mit der Dienstnummer auf dem privaten Telefon telefonieren konnte. Das alles über so ein 6 Jahre altes Teil? Mindestens 6 Jahre? Weiß ich nicht. Lief aber problemlos. Ja, nicht schlecht. Mhm. Aber eben, ja, wenn sich denn jemand nochmal findet, der da für was macht und ja. Auch die Treiber für hat, das ist ja bei vielen Projekten halt ein Problem. Oder nicht Projekten, sondern bei Hardware. Da wird dann einmal so ein Binärtreiber zusammengeklöppelt und das wird ja nie veröffentlicht als Quelltext. Und dann ist das Dings, wenn der Hersteller keinen Bock mehr drauf hat, ja eigentlich tot. Ja. Und ja, also. Da ist dann meistens das Problem. Ja. Also von daher. Beim Banana Pi, da war das letzte, was rausgekommen ist, irgendwie so eine Ubuntu 16.4er-Variante. Ui. Und danach war einfach nichts mehr dafür. Dann lag der auch eine Weile. Ja. Ist schon schade gewesen. Ja, aber jetzt wird alles besser. Also ich finde diesen neuen Bootloader, den müsste man. Ach, habe ich eigentlich keine Ambitionen dazu, den auszuprobieren, weil dann müsste ich ja wieder irgendwo ein Gerät freimachen und ach, bei mir läuft gerade alles. Aber ich finde es halt cool, dass es jetzt theoretisch noch leichter ist, da ranzukommen. Man könnte sich ja inzwischen so ein Raspberry Pi 400, wenn man einen ranbekommt, zu einem vernünftigen Preis als Erstgerät hinstellen. Installation erfolgt dann online. Einzige, was man braucht, ist oben ein bisschen Peripherie und Internet. Und kein Zweit- oder Erstgerät mehr. Finde ich eigentlich ganz spannend und ist auch. Also, es macht es nochmal richtig leicht, sich damit zu beschäftigen. Man muss nicht mehr unnötig erstmal diese Hürde überwinden. Was ist das? Ein Image-Flashen und wo kriege ich das her? Nö, man wird jetzt noch schöner an die Hand genommen mit Höre zu. Aber kein Betriebssystem, mache ich dir auf, sag mir was und wo. Ja, also das stimmt schon. Was du ja auch
also vielfach kaufen konntest, waren diese Bundle. Also für diesen P400 habe ich eben auch so ein Bundle genommen. Und da war gleich noch so ein Handbuch bei für, also eigentlich war es ja für Schulen gedacht. Also so war es eben auch aufgemacht. Und da war eben auch schon eine vorbespielte SD-Karte mit bei. Letztendlich brauchst du das Ding bloß auspacken, Maus anstecken, Netzwerkkabel anstecken, Monitor dran, hinten die SD-Karte reinstecken und bloß Strom. Und dann konntest du eigentlich sofort loslegen. Also die Variante hier mit dem Bootloader, wo du eine leere SD-Karte nochmal hast und dann eine Auswahl zwischen, ich weiß nicht, wie viele Distributionen dir vorgeschlagen werden, vielleicht 10 oder so, rate ich mal. Das könnte den einen oder anderen vielleicht schon überfordern, wenn er vorher sich mit Linux noch nicht auseinandergesetzt hat. Von daher, also wirklich für Anfänger, die keine Ahnung davon haben, finde ich so ein Bundle eigentlich praktischer. Da hat jemand eine Auswahl für dich getroffen, wo ich hoffe, dass derjenige eine gute Auswahl getroffen hat und das so zusammengestellt hat. Und damit kannst du halt sofort loslegen. Also von daher, ja, also ist zwar eine coole Idee, bloß für welche Zielgruppe ist es gedacht? Also Ja, für es kommt darauf Anfänger an. Das kommt mit wirklich drauf Wahltreffen ist an. immer schwer, ja. Ja. Ja, es wird ja grundsätzlich im Imager dieses volle Desktop-Image empfohlen. Das ist vorausgewählt. Also, wenn du dich nur durchenterst, hast du im Endeffekt ein System, was funktioniert. Also Okay. eine Vorauswahl ist quasi schon getroffen. Darf man auch nicht vernachlässigen. Aber ja, ist schon richtig. Also da die konkrete Auswahl zu nehmen und sich da nochmal zu beschäftigen, ist eine Hürde, aber die ist deutlich kleiner als vorher. Also, wie viel Flash ist da eigentlich schon direkt auf dem System drauf? Denn so ein Bootloader, wo das schon drin ist, was eine SD-Karte beschreiben kann, da muss doch schon ein bisschen was hinter sein. Weiß das jemand? Die komplette Megabyte-Anzahl kann ich dir nicht sagen, aber ich war eh fasziniert, dass inzwischen sowas wie ein Bootloader oder sowas ähnliches wie ein BIOS im Raspberry Pi drauf ist, als ich den ersten Vierer mal benutzt habe. Du Ich siehst ja glaube nicht, quasi dass es jetzt so viel ein. ist. Nee, viel ist es nicht, also das dürfte nur so 8 Megabyte sein. Ja, brauchst ja nur ein einfaches Skript, was sich mit dem Internet dann verbindet und die neueste Version runterlädt, ne, und dann installiert. Also ich glaube, ja, vielleicht höchstens 50 Megabyte, allerhöchstens, ne, wahrscheinlich viel, viel weniger. Na. Ist das eine grafische Oberfläche noch mit? Also ich habe es ja nicht gesehen, von daher Ja, frage ich so blöd. das ist eine grafische Oberfläche wie der Imager aufgebaut. Okay. Dann ist es doch ein bisschen mehr. Ich gucke gerade Okay. mal. Wir schweifen natürlich ein bisschen ab davon, aber. Macht ja nichts, aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also. Also so ein bisschen Bedenken bei solchen Lösung habe ich denn noch? Naja, wie sicher ist das denn nachher? Denn mit der Komplexität von ja, UEFI haben sie jetzt auch eingebaut, was ja sicherheitstechnisch ja sehr komplex und auch sehr fehleranfällig ist. Und wenn das Ding jetzt auch noch über Internet irgendwelche Sachen runterladen und schreiben kann, also ist da kommt halt ja immer mehr Komplexität in das Dings rein und vergrößere ich dadurch dann auch gleichzeitig noch die Angriffsfläche, dass da vielleicht Sicherheitslücken drin sind, dass denn unbemerkt Leute am Betriebssystem vorbeiflattern und mal ein bisschen mehr dazu flashen können oder all sowas. Also, ja, Ich weiß nicht, ob ich das so eine gute Idee finde. Also es macht es zwar leichter zugänglich, klar, aber andererseits hast du einen größeren Angriffsvektor nochmal. Also einen potenziellen. Keine Ahnung, wenn sie es gut gemacht haben, kann das alles in Ordnung sein, aber es finden sich ja wahrscheinlich doch wieder irgendwelche Probleme dabei, womit wir ja quasi wieder am Anfang wären bei dem ja, Cube OS,
wo es ja auch darum geht, Dinge abzutrennen, weil es keine fehlerfreien Programme gibt. Das auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also, da sind wir wieder bei der Schere zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit, ne? Ja, das stimmt. Das ist halt nun mal so ein, wie haben sie es beschrieben, EEPROM. Ist, glaube ich, eigentlich eh fast ausschließlich nur Read-Only und nur von speziellen Sachen beschreibbar. Aber ich finde auch gerade keine Angabe, wie groß der ist. Ja, aber ich kann der Hauke nachvollziehen. Ja, ist, eher weniger ist manchmal mehr, ne, auf so einem System, was dann funktioniert. Aber gut, für die Benutzerfreundlichkeit kann ich es ja nachvollziehen. Ne? Ja, und ich glaube, jetzt für größere Sicherheitsstrukturen wird der Raspberry wahrscheinlich nicht genutzt, in dem Maße jedenfalls, glaube ich. Ja, aber der ist halt leider auch zwingend als technisches Mittel notwendig, um von USB oder ähnliches zu booten. Und jetzt auch von Netzwerk booten. Das ist nun mal die technische Voraussetzung, die du dafür brauchst. Also irgendwo brauchst du was vom eigentlichen System ein bisschen auf die Hardware eingreift. Genau, ja. Ja, das ist das Ding, jeder Mainboard-Hersteller, ne? Also da könntest du niemandem mehr vertrauen. Am besten selber Hardware löten. Du musstest aber auch ein eigenes Haus für deinen Computer dann wieder. Schwierig. Also, Vertrauen, ne? Ja, das eben, du hast ja bloß Vertrauen. Also einerseits, also prinzipiell kannst du dem Zeug nicht vertrauen, aber du musst es trotzdem nutzen. Also wir haben ja genug über hier die Intel-Management in den letzten Jahren, glaube ich, mitgekriegt und über das UEFI, was da drin schlummert. Und von daher, Vertrauen kannst du dem eigentlich nicht, aber nutzen musst du es doch irgendwie, wenn du was mit Computern machen willst. No. Absolut. Versuch doch rauszukriegen, wie groß dieser EEPROM nun ist, aber ich krieg das nicht raus. Ja, komisch, ne? Dass das nirgendwo. Ah, ich glaube, das kriegen wir auch so schnell nicht mehr raus. Der Quellcode dafür ist offen, aber es ist halt nicht, wie groß wirklich die Größe ist. Was gefunden? 512 Kilobyte auf EEPROM, which hold the bootloader. Hat der Pi 4. Also ist das Dings nicht, also dieses, den Raspberry Pi Imager nicht im EEPROM, sondern im Bootloader hinterlegt. Okay, weil 512 KB wären ja für eine sehr wenig, ne? Du warst irgendwie gerade irgendwie auf die Tasten gekommen. Ja. Man hat dich nicht verstanden. Sorry. Ich meinte nur 512 KB sind ja relativ wenig für eine grafische Oberfläche. Ne? Je nachdem, was du draus machst, war. Also alte Nintendo-Spiele waren 256 KB maximal groß. Aber wer kann denn sowas noch? Ah, keiner. Ja, genau, das kann doch keiner mehr. Damals wurde ja auch getrickst bis zum geht nicht mehr. Ja. Durchaus ist auch sehr interessant. Also diese Berichte darüber, wie sie es gemacht haben, mit dieser, ja doch aus heutiger Sicht, lächerlichen Hardware sowas hinzukriegen, das ist durchaus interessant, ne? Wie das funktioniert. Also wo man an allen Ecken und Enden was sparen kann, damit man da wirklich auf diese Größen kommt, mit ein paar Kilobyte und ein komplettes Spiel dann hat. Schon faszinierend. Wen das interessiert natürlich bloß. Sonst irgendwie, ja, und? Sonst ist das eher, Ja, also. Nee. Aber verrückter. Ja, dann ist das ein Bootloader. Ja, macht ja auch Sinn. Lese ich nochmal gerade, um dieses Netzwerkboot zu benutzen, muss man ja auch wirklich den Bootloader vorher aktualisieren. Ja. Und das macht man mit dem RPI EEPROM Update, alles klar. Gut, hätte man vielleicht vorher sich durchlesen müssen, wäre man schlauer gewesen. Aber das wird ja auf jeden Fall bei den neueren mitkommen, also die jetzt das demnächst. Das wird dann ausgeliefert, genau.
Genau, das hast du da mit bei. Und ich denke mal, dass es einfach über so ein normales System-Update mitkommt. Das war jedenfalls bei den älteren Raspberry Pis, da wurde auch was aktualisiert, dann konnten die auf einmal über USB booten. Das ging ja vorher auch nicht. Und ich habe da nie per Hand irgendwie EEPROM aktualisiert oder so. Also das ist mit irgendeinem ganz normalen System-Update komplett unter meinem Radar durchgeflogen. Und ich habe mich dann gewundert, klappt das da jetzt auch? Ja, das geht. Das ist ja komisch. Nichts gemacht und es kam mit irgendwie. Ja, da muss man sich so ein bisschen, da muss man so ein bisschen Vertrauen haben in die Raspberry Pi Entwickler. Ich glaube, bis zum Dreier runter ging es automatisch mit. Bis zum Zweier dürfte es nicht mitgegangen sein oder darüber hinaus. Aber das ist jetzt ganz, ganz tiefe Theorie. Aber man merkt auch sofort, dass Jean wirklich nicht so viel mit Raspberry Pis am Hut hat. Er ist bei dem Thema relativ still. Das stimmt tatsächlich, ja. Da kann ich wenig dazu beitragen. Ne? In der nächsten Folge geht es dann um Züge. Ja. Yeah. Da kenne ich mich nicht aus. Ja. Yeah. Hätte ich meinen Pi Zero nicht anderweitig losgeworden, ich hätte dir einen Airport in der Hand gedrückt. Kannst du endlich mitreden. Ja, das wäre auch eine Idee. Ne? Ich frage mich, was Wobei, man dem nee, ich Ding habe noch dann einen machen Pi würde. 3. Den kann ich dir geben. Oh. Muss ich dran denken. Ich habe ja sogar noch einen alten Pi 2, glaube ich, irgendwo rumliegen. Den habe ich sogar mal vom Zuschauer geschickt bekommen. Aber da konnte ich dann leider nie so richtig dann was mit anfangen, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwas Nachhaltiges. Ich habe einen Bitcoin-Node drauf. Auf dem einen und das war's. Ja, so viel, viel mehr gar nicht. Ne? Aber gut. Also Weil für den schickt. Nextcloud war er für mich zu langsam, tatsächlich. Ja. Schickt mir Fanpost mit Raspberry Pis an Linux Guides. Yeah. Jetzt wissen wir's. Ja. Da ist alles voll nachher. Bist Oh du. nein, nicht schon. Hört auf, mir das Zeug zu schicken. Wenn die DHL anruft, dass die Packstation voll ist, dann stimmt irgendwas nicht. Das stimmt. Ja, nee, cool. Dann sind wir theoretisch durch. Und Genau. rein praktisch auch. Oh ja, da sind wir. Ja, sehr schön. Waren wieder sehr, sehr spannende Themen. Und ja, freuen wir uns auf jeden Fall auf, ja, erstmal auf die Kernelzer Linux-Tage das nächste Mal. Aber vielleicht werden wir eine Aufnahme davon nochmal haben. Man weiß es nicht, wann wir die dann aufnehmen. Ne? Aber ja. Freue ich mich auf jeden Fall schon sehr. Ja, das wird diesmal sogar relativ schwer zu terminieren, weil zum CLT-Wochenende macht es keinen Sinn. Ja. Davor weiß ich noch nicht, wie es bei mir aussieht. Danach weiß ich es auch noch nicht. Ach, werden wir sehen. Aber wenn du mitmachen möchtest, als Gast dabei sein willst, kannst du gerne mal eine Mail an podcast@tux-tage.de schicken. Gerne auch Anregungen dahin. Oder unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, danke Jean, danke Hauke. Und ganz besonderen Dank wie immer an unsere Zuhörer, Zuseher, beim Einschlafen hörenden. Danke. Ja, gute Nacht noch. Träum was Schönes. Und auch nochmal vielen, vielen Dank, Micha, dass du das hier wieder alles organisiert hast. Genau, ja, dem kann ich mich eigentlich bloß anschließen. Oh, danke auch. Bleibt gesund. Bleibt gesund, Ja, bis zum nächsten Mal. tschüss. Tschüss. Ciao.